Und hiermit ein herzliches Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zu dem Thema. Erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dir, Stefan, für deinen Vortrag. Wir haben jetzt schon so einen ganz, ganz groben Einblick über die verschiedenen Geschäftsmodelle bekommen. Und darüber möchte ich jetzt hier mit drei wunderbaren Gästen diskutieren und da einfach nochmal so ein bisschen die Erfahrungen abfragen und einfach mal so ein bisschen reinhorchen, was denn die so dazu denken. Ja, und dazu würde ich sagen, machen wir eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, ja, fangen wir bei dir, Birgit, an. Ja, hallo. Ja, Birgit Becker, Firma iGroupware. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen der iGroupware GmbH, die gleichnamige Software, von der Stefan ja eben auch schon ein bisschen was erzählt hat, iGroupware entwickelt und in verschiedenen Bereichen auch als Geschäftsmodell dann entsprechend vertreibt. Und ich selber bin, Gott, im früheren Leben, sage ich jetzt mal, habe ich mal Mathe, Physik für Lehramt an Gymnasien studiert. Und ja, jetzt seit mehr als 20 Jahren auch mit iGroupware am Start in verschiedenen Ausprägungen. Sehr cool, schön, dass du da bist. Danke sehr. Dann würde ich sagen, machen wir mit dir, Daniel, weiter. Ja, hallo zusammen. Daniel Menzel, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Menzel IT GmbH. Wir bauen Infrastrukturen auf, im Prinzip in drei großen Bereichen: Private Cloud, Machine Learning und High Performance Computing. Das heißt, wir nutzen das, was die anderen bauen. Sehr cool. Auch nochmal ein ganz, ganz anderer Geschäftszweig. Und dann, ja, zu dir, Frank. Ja, danke. Frank Karliczek, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Nextcloud. Nextcloud ist ja eine Alternative zu Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom und den ganzen anderen Tools, die es so gibt. Mit dem großen Unterschied, dass es eben 100% Open Source ist und man es dann betreiben kann, wo und wie man möchte. Und genau, wir sind eine Community, eine ziemlich aktive Open Source Community, aber eben auch ein Unternehmen, was Geld verdient und damit die Entwicklung finanzieren kann. Wunderbar, herzlichen Dank. Erstmal soweit. Kurz vielleicht auch nochmal für die Aufnahme. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere aktuell Informatik im Master bei Nürnberg. Und genau, man kennt mich unter anderem durch den YouTube-Kanal Linux Guides. Dort lade ich seit einigen Jahren da tatsächlich viele bildende Videos rund um Linux und freie Software rum. Und genau, ja, habe euch hier ganz herzlich eingeladen zu dieser Podiumsdiskussion. Und ich würde einfach mal sagen, kommen wir direkt zu dem ersten Punkt. Und zwar erstmal, okay, gut, Open Source Software ist super, lieben wir natürlich alle, oder freie Software vor allen Dingen. Aber die Sache ist, irgendjemand muss sie entwickeln und diejenigen, die das entwickeln, die müssen das auch irgendwie finanziert bekommen und können leider auch nicht nur von Luft und Liebe leben, ne? Und von daher würde ich sagen, okay, gut, wie finanziert man das Ganze und was für verschiedene Möglichkeiten gibt es für diese Finanzierung? Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit einem ganz, ganz coolen Thema an, meiner Ansicht nach, wo ich auch selber noch nie irgendwie groß Berührung mit hatte, und zwar staatliche Mittel. Hat jemand von euch schon mal in gewisser Weise eine Finanzierung vom Staat bekommen oder an Ausschreibungen teilgenommen, beziehungsweise vielleicht auch nochmal, hattet ihr schon mal den Bund als Auftraggeber in gewisser Weise? Und inwiefern hat sich das vielleicht, ich sag mal, mit Besonderheiten dann ausgezeichnet, sag ich mal, im Ablauf und vielleicht auch, wie kommt man da dran? Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen genau die gleiche Reihenfolge, wie wir uns eben vorgestellt haben. Ich glaube, dann weiß jeder ungefähr so, wann er sprechen soll. Alles klar. Nee, also tatsächlich hatten wir bisher keine öffentlichen Fördermittel an der Stelle und von daher kann ich da auch relativ wenig dazu beitragen und sagen, also natürlich haben wir auch schon Auftraggeber aus der öffentlichen Verwaltung, aber das ist ja noch ein bisschen anderes Thema als das, was jetzt du angesprochen hast. Von daher gebe ich einfach weiter an. Ganz kurze Nachfrage. Ja. Hattet ihr da spezielle Besonderheiten im Datenschutz oder sind die vielleicht sogar entspannter gewesen als Unternehmen oder haben die sich in irgendeiner Form unterschieden? Nee, also ich würde sagen, da gibt es jetzt aus unserer Sicht keinen wirklichen Unterschied, weil ich glaube, Datenschutz und ich sage jetzt mal alles da drumherum ist heute für all die, die Open Source nutzen, ein ähnliches Thema.
Also ein anderes Thema ist halt all die, die ein Stück weit sagen, vielleicht auch aus Bequemlichkeit, ich will nicht den Weg gehen und ich, naja, schlängel mich da noch ein Stück weit drumherum, wo tatsächlich meine Daten liegen und dass es doch eigentlich alles noch DSGVO-konform ist und ähnliches. Aber von daher, ich glaube nicht, dass es wirklich da einen großen Unterschied gibt zwischen Unternehmen und, ich sage jetzt mal, einer Schule oder einer öffentlichen Verwaltung. Ich hoffe mal, dass sich das alles noch sehr viel mehr dahin ändert, dass tatsächlich auch bei allen ankommt, dass es einen Unterschied macht, ob man Office 365 oder etwas nutzt, was halt tatsächlich in Deutschland steht. Aber so ganz sind wir da leider noch nicht angekommen. Okay, vielen, vielen Dank dir. Wie sieht es mit dir, Daniel, aus? Habt ihr da verschiedene Erfahrungen schon gehabt? Ja, du hast ja gerade die Frage gestellt, haben wir den Bund oder auch die Länder als Auftraggeber, wir bauen Infrastrukturen auf? Ja, selbstverständlich, zu einem nicht allzu kleinen Anteil. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich auch, ist aber auf der anderen Seite für uns in der Infrastruktur, da ist, landet dann ganz schnell mal nicht nur eine NDA drauf, sondern auch eine staatliche Verschlusssache. Das heißt, viel darüber reden kann man, glaube ich, hier kaum. Okay. Ich versuche es mal so zu sagen. Es ist natürlich in puncto Ausschreibungen, wir machen viel mit Ausschreibungen, wie alle, die in der Infrastruktur drin sind, gerade im öffentlichen Bereich, aber auch in der Forschung ist da natürlich ganz, ganz viel. So ein Fraunhofer-Max-Planck-Institut, irgendwelche Universitäten, die müssen ja alle ausschreiben, die sind ja daran gebunden. Im HPC-Segment ist immer schon Open Source. Also wer sich im HPC einigermaßen auskennt, der weiß, da gibt es kein Microsoft. Das ist alles auf Linux-Ebene. Die ganze Machine Learning-Welt, die ist einfach Linux. Das war nie eine Diskussion. Da gibt es zwar hin und wieder mal so ein bisschen Rumpeln, wenn dann irgendwie ein Scientific Linux dann weggeht oder wenn dann halt Red Hat seine Liebe zu dem einen oder anderen Projekt dann halt mal wieder abkündigt und dann die ganze Welt dann halt weglaufen muss oder wie jetzt in jüngster Zeit von Terraform halt zu OpenTofu oder sowas. Da gibt es dann so das ein oder andere bisschen Rumble in der Szene. Aber im Großen und Ganzen sozusagen auf der infrastrukturellen Seite war ja Linux immer schon sehr stark, zumindest in einzelnen Bereichen. Dann gibt es natürlich die Ebene darüber. Und da ist dann so ein bisschen so das Thema gerade AD, Microsoft AD, der ist halt in ganz vielen Stellen immer noch gesetzt, gerade in großen Umgebungen. Und da muss man sich dann halt anflanschen. Das ist aber kein wir verdrängen irgendwas, was da ist an der Stelle. Ja, manchmal wird dann VMware und das auch immer mehr ein VMware durch einen OpenStack ersetzt oder durch ein Hyper-V durch ein Proxmox oder sowas ersetzt. Ganz klar, weil da auch tatsächlich ein Umdenken stattfindet. Zum Teil in einzelnen Bundesländern natürlich auch getrieben durch ihre entsprechenden Gesetze. Wir dürfen da glücklicherweise wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres auch zu einem sehr, sehr großen Projekt was erzählen. Da wird es dann auf unserem YouTube-Kanal was dazu geben. Es ist häufig eine entweder Koexistenz oder die Vertreibung passiert aus finanziellen Gründen. Also gerade VMware hat da ja in den letzten Jahren gut die Preise auch wieder angezogen und da hat der eine oder andere dann auch mal in großen Umgebungen gesagt, so okay, da gucken wir dann vielleicht doch nochmal drauf, ob es da Alternativen gibt, die im Wesentlichen für uns das Gleiche erfüllen, ist dann danach nach ein, zwei Jahren total überrascht, dass es nicht nur das Gleiche kann, sondern dass es auch teilweise sogar noch viel mehr kann. Also da ist viel, was sich da auch bewegt, gerade in der infrastrukturellen Umgebung, ich nenne es halt im Enterprise-Segment. Unterschiede zu großen Firmen gibt es da aber nicht. Also es gibt auch große Firmen, die sind mehr Behörde als so manche Behörden. Das muss man ganz klar sagen. Absolut. Ja, okay, vielen, vielen Dank. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Übersetzen. Du hast ja kurz AD angesprochen. Für diejenigen, die das nicht wissen, was das heißt, heißt Active Directory, richtig? Also das ist so ein Verzeichnisdienst von Microsoft, wo man Identitäten hauptsächlich verwaltet, Anmeldungen in Anführungszeichen. Nur, dass wir da ganz grob das immer so ein bisschen übersetzen. Dankeschön. Ja. Ja, Frank, hast du damit schon generell mit dem Thema Staat, öffentliche Finanzierung, sowas Erfahrung gemacht? Ja, sehr viel tatsächlich. Also da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag oder mehrere drüber halten. jetzt muss ich auch überlegen, was ich jetzt genau interessant ist. Ich meine, das Thema unserer Diskussionsrunde ist jetzt ja mal, wie man Geld verdient, Geschäftsmodelle, sage ich mal. Da hast du jetzt in deiner Frage ja schon zwei Dinge erwähnt. Das eine sind Förderungen. Und das andere ist eben halt der Staat als Kunde. Ich kann jetzt bei dem ganzen Thema Geschäftsmodell natürlich nur aus meiner Sicht sprechen, ne? Und auch in der Situation,
in der ein Unternehmen wie Nextcloud auch ist. Also wir sind ja Softwarehersteller, sind jetzt kein Dienstleister zum Beispiel, Softwarehersteller in einer mittleren Größe. Und in der Situation ist es so, dass wir eigentlich keine Förderprogramme machen möchten. Also ganz bewusst. Es ist so, dass es da immer wieder Möglichkeiten gibt. Da gibt es immer wieder Optionen. Wir werden auch immer wieder angesprochen, ob wir in irgendwelchen Projekten mitmachen wollen. Und eigentlich sage ich da immer nein. Das liegt daran, dass diese Förderprogramme ja immer einmal Projekte sind. Ja, da gibt es dann immer erstmal irgendein Geld, dann müssen irgendwelche Personen irgendwas machen für mehrere Monate. Und dann ist das Projekt vorbei und dann haben die Menschen nichts mehr zu tun. Und dann muss man wieder das nächste suchen. Und das ist natürlich so ein Geschäftsmodell, das ist für einen Dienstleister vielleicht ganz attraktiv, weil da hat man ja auch Projektgeschäft, was dann immer anfängt und wieder endet, dann kommt das nächste Projekt und so weiter. Aber wir als Softwarehaus eigentlich sind eigentlich an langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten interessiert und nicht so an diesen kurzfristigen, dass man ein Projekt macht und dann ist es wieder vorbei und dann hat man die Leute und eigentlich kein Geld mehr und dann hat man ein Problem. Und das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns auf Produktgeschäft konzentrieren. Und da haben wir das Geschäftsmodell gewählt, was in dem Bereich eigentlich am erfolgreichsten ist, sind Support-Subscriptions. Das heißt, wir haben Kunden, die bezahlen uns quasi kontinuierlich langfristig für die Pflege und den Support der Software. Und deswegen machen wir diese ja, solche Förderprojekte eigentlich nicht. Allerdings als Kunde natürlich ist dann der Bund wiederum oder die öffentliche Hand dann doch schon sehr, sehr attraktiv. Das heißt, wir haben tatsächlich viele, viele Kunden aus dem öffentlichen Sektor. Auch tatsächlich viel mehr, als ich am Anfang bei der Gründung eigentlich vermutet hätte. Da hätte ich gedacht, dass Unternehmen sehr viel agiler sind. Aber tatsächlich ist es so, dass wirklich öffentliche Hand einen signifikanten Anteil von unserem Umsatz ausmacht. Und zwar sowohl der Bund in Deutschland, also die Bundesverwaltung, wo wir wirklich viele, viele Kunden haben, dann auch viele Länderprojekte, Kreise, Kommunen, Städte, alles Mögliche, auch viele Schulprojekte, muss man sagen, machen wir. Und auch sehr international. Also es gibt auch außerhalb von Deutschland zum Beispiel die französische Regierung, die schwedische Regierung, Italien, Österreich, Spanien auch. Und auch außerhalb von Europa gibt es eine ganze Reihe von öffentlichen Public-Sector-Kunden von uns. Und das ist wiederum dann schon sehr attraktiv, muss ich sagen. Weil da unsere Positionierung als Nextcloud sehr gut passt, weil es da um das Stichwort digitale Souveränität geht. Das heißt, man möchte die Daten an dich lokal haben, man möchte die Software im Griff haben, was dann eben zu Open Source passt, sodass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Genau. Also, um die Frage kurz zu beantworten, als Kunden sehr willkommen, Förderprogramme eher nicht. Okay, absolut. Ja, Daniel, gerne. Den Satz möchte ich absolut unterschreiben. Also gerade mit Förderung, und das ist nicht nur im Digitalen. Also wir haben den Fehler gemacht, und wenn jemand irgendwie gründen möchte, dann möchte ich mittlerweile sagen, haltet euch fern von Förderprogrammen. Das ist nicht nur, weil es ein Einmalgeschäft ist, sondern auch die ganzen Auflagen, die damit einherkommen. Wir haben relativ, als wir noch relativ jung waren, haben wir ein Förderprogramm von der EU gemacht. Wir haben, ich schätze mal, so um die 50.000 Euro bekommen, was erstmal sehr viel nach sehr viel klingt. Aber wenn man halt irgendwie 10, 12 Leute hat, dann stellt man fest, dass das reicht vielleicht für ein Monatsgehalt in Anführungsstrichen. Also das Geld ist dann auch schnell weg. Und wir haben am Schluss mal die Lohnkosten gegenübergestellt, wie wir die für die gesamte Verwaltung hatten. Also wir haben Hardware davon gekauft, die müssen wir 5 Jahre lang nachweisen, dass wir die noch haben. Wir können die nicht irgendwie sozusagen, wir können die nicht umbauen oder sowas, sondern wir müssen diese Hardware haben. Da sind so viele Probleme links und rechts aufgetaucht, dass wir heute ganz klar sagen, das bereuen wir. Wir bereuen es, dieses Fördergeld von der EU angenommen zu haben. Und könnten wir es, hätten wir es auch einfach eins zu eins mittlerweile zurückgezahlt und hätten gesagt, wir verwenden die Sache mittlerweile anders. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Förderprogramme. Manche funktionieren besser, manche funktionieren weniger gut. Und es ist aber komplett unabhängig von der IT-Förderprogramme, wenn ein Unternehmen gründen möchte. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und würde mich da immer mit jemandem austauschen wollen oder möchte euch das als Tipp geben. Wer das macht, tauscht euch mit jemandem aus, der dieses Förderprogramm schon mal durchgemacht hat, ob sich das an der Stelle lohnt. Also Förderprogramme Ja. lösen in mir mittlerweile eine Antipathie aus, ganz, ganz klar. Und ansonsten, was Kann ich Frank nur. gesagt hat, Ja.
Nee, sorry, ich habe mich unterbrochen. Was Frank gesagt hat, ansonsten als den Kunden oder die Länder als Bund oder Länder als Kunden zu haben, ich muss immer wieder auch sagen, ich bin hochgradig überrascht, wie agil teilweise die Leute denken in den Behörden, wie modern die auch teilweise denken. Ja, man hat halt natürlich mit Ausschreibung und Co. hat man halt Rahmenbedingungen, man hat halt beim Staat immer Rahmenbedingungen, die halt zum Teil auch größer sind, als sie in der Wirtschaft sind, aber wenn man einmal tatsächlich in einem Projekt drin ist und mit Leuten zusammenarbeitet, finde ich das sehr überraschend, sehr häufig, wie modern eigentlich die Leute denken und wie wenig das mit dem angestaubten Bild oder dem Bild der angestaubten Verwaltung darunter zu tun hat. Probleme kommen dann, wenn es dann irgendwann die politische Dimension dann einnimmt, dann kommen da auf einmal sozusagen Querschläger rein, wenn dann die Hersteller, sage ich jetzt mal, die bisher ganz gut im Sattel saßen, dann um ihre Pfründe fürchten müssen und dann halt tatsächlich da links und rechts dann den ein oder anderen Anruf, das haben wir schon erlebt, gemacht haben und dann halt man auf einmal dann schlecht dargestellt wird oder Open Source schlecht dargestellt wird und dann auf Risiken hingewiesen wird, weil das hier nicht supported ist oder sowas. Aber die Leute selber im öffentlichen Bereich sind erstaunlich häufig, erstaunlich modern im Gedanken unterwegs. Ich wollte ja, das kann ich auch noch alles nochmal. Noch unterstreichen. Ich bin ja gleich fertig, sorry. Kann ich nur unterstreichen. Und vielleicht noch einen Aspekt noch dazu. Wenn man quasi gründet und sich überlegt, ich möchte jetzt hier mit freier Software Geld verdienen, dann sollte man sich ja ein Geschäftsmodell ausdenken oder adaptieren. Und das sollte man wirklich versuchen zu verfolgen. Weil wenn dann so ein Förderprogramm ankommt und sagt so, oh, schau mal hier, Shiny an der Seite, komm doch mal hier, mach doch mal das und das. Da muss man aufpassen, sich vom eigentlichen Pfad abbringen zu lassen. Man sollte wirklich das, was man tun wollte, eigentlich dann auch versuchen zu tun. Und so dieses, aber hier kannst du auch noch Geld verdienen, indem du was ganz anderes tust, das ist ja ganz schön, aber dann habe ich eigentlich nicht mein Unternehmen so aufgebaut, wie ich es eigentlich machen wollte. Sorry, Birgit, für die Unterbrechung. Ja, alles gut. Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass es vielleicht ein bisschen anderen Gesichtspunkt noch reinbringen und wollte da mal auf das SCS-Projekt Sovereign Cloud Stack von der USBA kommen, wo halt von einem Verband aus quasi so Förderprogramm und Mittel und wo es darum ging, tatsächlich etwas umzusetzen, was dem Interesse des Verbandes und Open Source nach vorne zu bringen. Und dort halt dieses SCS-Projekt ist ein Teil von einem Gaia-X-Projekt. Und ich glaube, das ist halt eine sehr gute Möglichkeit und eine sehr gute Sache, wo ein Verband an der Stelle auch über öffentliche Mittel solche Sachen reinbringt. Und es ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, als wenn ich das halt als Unternehmen an der Stelle mache und die Fördermittel einsetze, weil es ja dann darum geht, hier tatsächlich etwas umzusetzen, was auch der Open-Source-Industrie insgesamt zugutekommt. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Also es ist perfekt. Also ich habe so viele Nachfragen gehabt, aber ihr habt alle direkt beantwortet. Sehr, sehr cool. Ich hätte noch mal, weil du eben Birgit Gaia-X angesprochen hast, inwiefern habt ihr Erfahrung mit dem Projekt, beziehungsweise man hört mittlerweile sehr wenig, also jedenfalls ich selber, ich weiß nicht, vielleicht geht euch das auch so, dass es vielleicht auch medial gar nicht mehr so groß aktuell in den Schlagzeilen ist. Seid ihr da irgendwie mit drin, beziehungsweise habt ihr da eine Einschätzung, wie das da aktuell läuft. Für alle, die Gaia-X nicht kennen, das ist das, ich sag mal, die europäische Antwort auf die großen Cloud-Services, wie beispielsweise, ich sag mal, AWS, also Amazon Web Services und dass man halt eben, ich sag mal, den großen US-Unternehmen, ich sag mal, weniger Einfluss in Europa gibt, dadurch, dass man eben ein europäisches Projekt ähnlich aufzieht, sage ich mal. Vielleicht auch mit ganz, ganz neuen Gedanken auch nochmal, was den Bezug auf freie Software angeht. Ich hoffe, ich habe es okay zusammengefasst. Gerne nochmal verbessern. Ich glaube, man muss bei dem Thema, glaube ich, Gaia-X und SCS ein bisschen trennen. Also SCS als den technischen Unterbau und Gaia-X als den politischen Überbau darüber, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ganz kurz. SCS ist sogar ein Cloud Stack, richtig? Genau. Nur, dass wir das nochmal übersetzt haben. Und im SCS findet sich ja viel, wer in der Infrastrukturbranche unterwegs ist, viel sehr bekannte Software, die auch unter dem Dach weiterentwickelt wird. Und die Problematik ist, also ich habe von Gaia-X auch nichts mehr mitbekommen, wir haben uns am Anfang ein bisschen damit auseinandergesetzt und
ich glaube, ich werde mir keine Freunde machen damit, aber ich sage ganz klar, man merkt halt den deutschen politischen Einfluss da drin und der ist bürokratisch einfach extrem überladen gewesen. Also Gaia-X wird aus meiner persönlichen Perspektive wahnsinnig politisch gedrückt. Und das mehr, als es funktioniert jetzt gerade. Die Akzeptanz bei Kunden, wenn wir uns mit denen unterhalten haben, die potenziell da reinpassen, ist mau vorsichtig ausgedrückt. Es ist ein sehr, sehr abstraktes Ding. Ne? Da merkt man wieder das Deutsche mit dabei, die deutsche Politik an der ganzen Ebene. Es weiß keiner so hundertprozentig genau, was jetzt Gaia-X eigentlich ist. Das ist für viele ein großes Problem. Dann haben ja auch mittlerweile die ersten Firmen aus Frankreich, komme ich gerade nicht auf den Namen, die ja auch mittlerweile sich wieder verabschiedet haben. Dann ist ja dort politisch aufgetaucht, dass dort ein paar amerikanische Player von Anfang an mit dabei waren, die auch nicht unbedingt für Datenschutz stehen, vorsichtig ausgedrückt. Also da ist unglaublich viel, was da politisch mit dabei ist. Und ich muss sagen, aus heutiger Perspektive, es erinnert mich ein bisschen an die DE-Mail. Da wird viel sozusagen mit politischem Willen durchgedrückt. Die Grundidee ist super, aber die Umsetzung krankt an vielen, vielen Stellen. Das ist Gaia-X. SCS als der technische Unterbau davon ist jetzt kein, und das meine ich sehr positiv, das ist kein großer Wurf, sondern das ist das, wo wir Deutschen drin gut sind, nämlich kleine, coole Inkrements zu machen. Also Sachen nach vorne zu bringen und Sachen zu verbessern, Sachen auf eine stabilere Basis zu stellen, kleine und kleinste Innovationen da reinzubringen. Und ich glaube, das wird uns an vielen Stellen noch positiv auffallen in vielen Open-Source-Projekten. Also ich glaube, die beiden Sachen muss man ganz, ganz klar trennen. SCS und Gaia-X. Und das eine sehr, sehr geil, das andere will ich jetzt nicht sagen, womit man mich angreifen könnte. Dankeschön für die Einschätzung. Habt ihr dazu noch was? Ich wollte eigentlich nur sagen, also wir selber waren da nicht drin. Ich habe aber mit einigen gesprochen und gerade so in der Anfangsphase war da ganz viel auch einfach Meeting und viel Zeit rein zu stecken, ohne wirklich Ergebnisse daraus zu bringen. Und gerade auch, weil halt tatsächlich mehr mitgemischt haben, als nur es tatsächlich auf europäischer Ebene ist, hat es, glaube ich, dem dann einfach auch wieder so ein bisschen den, ich sage jetzt mal, den Spaß genommen, sich bei sowas zu engagieren. Und ich glaube auch, dass, da ist halt das SCS-Projekt mit dem, was halt wirklich komplett rein Open Source ist, halt ein ganz anderes Thema. Und die sind halt jetzt dabei. Ich meine, die müssen ein Stück weit sich auch mitfinanzieren, nicht nur aus den öffentlichen Mitteln. Sprich, die sind halt jetzt dabei, ihre Sachen tatsächlich auch an die entsprechenden Cloud-Anbieter zu bringen, dass die SCS verwenden für ihre Sachen. Und da möchte ich ein Stück weit dann einfach auch werben, sich das mal anzuschauen, weil es wirklich eine gute Sache ist. Vielen Dank. Absolut. Okay, gut, dann haben wir Gaia-X tatsächlich auch schon mal abgefrühstückt, beziehungsweise generell, ich glaube, aus der staatlichen Seite sind wir jetzt wirklich gut, ich glaube, vorangekommen. Ich möchte noch mal ganz kurz jeweils eine Einschätzung von euch über die Punkte, also bevor wir wirklich zum eigentlichen wahrscheinlich Tagesgeschäft kommen, einmal Risikokapital, also habt ihr damit schon mal mit dem Gedanken gespielt, also Investoren, ich sag mal, ins Board zu holen oder an Bord zu holen? Genau, einmal das Thema, vielleicht nochmal einfach zwei, drei Sätze vielleicht ganz kurz, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt und inwiefern ihr das bewertet. Gerne wieder die Reihenfolge wie vorhin. Ja, also ich meine, ich glaube, jeder würde lügen, der sagt, er hat sich noch nicht damit beschäftigt. Auf der anderen Seite hat es halt immer so das Risiko, dass man ähnlich wie bei den Fördermitteln einfach nicht mehr den Einfluss auf das hat, was man selber will, sondern ein Stück weit dann getrieben ist von dem, der sich da irgendwie mit reinkauft. Und von daher, wenn man es vermeiden kann oder wenn die Bedingungen halt nicht so sind, dass man dann danach keine Wahl mehr hat, dann würde ich immer sagen, Finger weg, auch wenn es natürlich verführerisch ist in der einen oder anderen Situation. Vielen Dank. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Haben wir nicht, wollen wir nicht. Ganz kurz gefordert, also wir sind an der Stelle, meine Frau und Co-Geschäftsführerin oder beziehungsweise mit ihr zusammen gehört mir auch die Menzel IT.
es schränkt wahnsinnig im unternehmerischen Handeln ein und ich bin vollkommen mit dabei. Es ist verführerisch, aber kommen sehr, sehr viele Probleme mit einher. Also man ist nicht mehr, schnell nicht mehr der Herr im eigenen Hause oder die Dame im eigenen Hause. Es ist sehr verlockend. Natürlich ist das sehr verlockend, wenn man sagt so nach dem Motto, okay, ich habe einen Hebel und ich kriege da, was weiß ich, auf einmal plötzlich nochmal 2 Millionen Euro da reingekippt und kann dann auf einmal noch 3 Leute mit einstellen und kann die Projekte. Aber das geht so ein bisschen auch in die Richtung, die Frank eben auch gesagt hatte, mit dem Thema einmal. Ne, weil natürlich kann es auch sein, dass ein Investor nochmal ein bisschen nachschießt oder sowas. Aber im Wesentlichen habe ich damit noch kein tragfähiges, nachhaltiges Geschäftsmodell aufgebaut. Und die Nachteile sind aus meiner Sicht erheblich zu groß und die Freiheit, die Möglichkeit, rumspielen zu können, zu sagen, wir entwickeln das in eine andere Richtung, wir wollen noch Sachen reinbringen, die uns wichtig sind, die wir gestern noch nicht auf dem Schirm hatten. All das geht ja ein Stückchen verloren, wenn man auf einmal jemanden am Tisch sitzen hat, der auch noch auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise getrieben ist, weil er ja natürlich seinen möglichst schnellen, möglichst großen Return of Investment haben möchte, was ja in sich geschlossen nicht schlimm ist. Ne? Die Spielregeln sind da klar. Wenn jemand investiert, sagt er, ich möchte halt, dann bist du halt mein Investment und ich möchte mein Geld irgendwann zurückhaben und zwar im Idealfall einen ganz schönen Batzen mehr, als ich reingesteckt habe. Letztlich das, was wir alle mit Aktien machen, sofern wir besitzen oder Fonds oder sonst wie sparen. Und so ist es halt ein Mittel. Aber man wird halt auf einmal ein Stück selber auch zu einem Produkt. Und man hat da nicht nur sozusagen die Bedürfnisse des Kunden, sondern man hat auf einmal noch jemand anderen, der mindestens ebenso lautstark, teilweise vielleicht sogar noch ein Stückchen stärker seine eigenen Bedürfnisse da nach vorne stellt und dann verändert sich was und dann hinterher zu kommen, schränkt einen doch an vielen Stellen ein, wie ich das mitbekommen habe. Ich meine, wir kommen aus Berlin, hier hat jedes zweite Haus hat irgendwie einen Investor sozusagen oder jede zweite kleine Bude hat einen Investor, wenn sie nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Übernahmeanfragen, wir können uns darüber nicht beklagen. Wir haben letztes Jahr ein gutes Dutzend davon bekommen, dass uns Leute, also größere Firmen auch übernehmen wollten, was gerade natürlich auch in der Konsolidierung des Marktes durchaus nicht unnachvollziehbar ist. Aber wie gesagt, auf gar keinen Fall. Ich bin Unternehmer geworden, um mir die Freiheit zu behalten. Okay. Und die gebe ich damit ein Stück auf. Danke dir. Frank, hast du da noch etwas hinzuzufügen oder wie sieht es bei euch aus? Ja, also ich habe in verschiedenen Unternehmen schon verschiedene Konstellationen gehabt, ohne Investment, mit Investment. Ich habe auch in einem Vorgängerunternehmen auch tatsächlich in den USA mit Venture Capital gearbeitet und die mit reingenommen in das Unternehmen. Jetzt momentan bei Nextcloud sind wir ganz stolz darauf, dass wir das nicht haben, dass wir komplett gebootstrapped und eigenständig sind. Das hat letztendlich Vor- und Nachteile. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Venture Capital schlecht ist. Das hat aber so ein bisschen damit zu tun, was man machen möchte. Weil letztendlich biegt man da auf eine gewisse Straße ein, der man dann auch folgen muss. Also, sage ich mal, wenn man jetzt Venture Capital Unternehmen sich mit reinholt, dann ist man eben gezwungen, sehr schnell zu wachsen. Es wird eben gewünscht. Das führt dann in der Regel dazu, dass man dann irgendwie 5 Jahre später ist man dann entweder reich oder besitzt sein eigenes Unternehmen nicht mehr. Typischerweise das Zweitere. Aber das hat letztendlich, das hat letztendlich damit zu tun, wie man so ein Unternehmen aufbauen möchte. Wir als Nextcloud finden es sehr wichtig, dass das Ganze nachhaltig ist. Weil man trägt ja nicht nur eine Verantwortung für das eigene Unternehmen, für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist schon eine Last genug, sozusagen da immer dafür sorgen zu müssen, dass da immer die Gehälter da sind, sondern auch noch die ganzen Benutzerinnen und Benutzer, die Community, die sich auf die Software verlässt, die Kunden, die sich drauf verlassen. Und da ist es für uns wichtig, wirklich das Ganze so nachhaltig wie möglich aufzubauen. Und das typische amerikanische Startup-Venture-Capital-Modell ist eher so, so schnell wie möglich und dann halt Top oder Flop. Ja, ja. Also habt ihr zwar nicht von mir gehört, aber ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen den Weg SUSE eingeschlagen ist. Die haben sich ja relativ früh aufkaufen lassen, meine ich. Und dann ist das jetzt von Besitzer zu Besitzer hin und her gereicht worden, in Anführungszeichen. Ich glaube, aktuell ist es ein schwedischer Investor, meine ich, habe ich gelesen. Ich glaube, die kommen irgendwo aus dem Norden, sind da aber auch nochmal, ich glaube, in China irgendwie mit drin, weiß ich nicht. Aber jedenfalls,
ja, sehr cool, das von euch auch nochmal zu hören. Ich muss sagen, ich selber stehe da auch gerade am Anfang und ich muss sagen, ich glaube, es ist so viel wertvoller, ein Unternehmen langsam wachsen lassen, beziehungsweise da das geordnet wachsen zu lassen, als wenn man dann quasi explodiert und dann eigentlich gar nicht weiß, wie man dann, oder nicht weiß, aber wo dann halt relativ viel Chaos ist, okay, was sind eigentlich meine eigentlichen Geschäftsprozesse und wohin möchte man das? Ich finde den Ausdruck, ich weiß nicht, finde ich gar nicht so falsch. Ich bin von Haus aus, also ich bin gestartet im Handwerk, bin dann Elektroingenieur geworden, immer weiter in die IT gegangen und plötzlich, du sagst dann so, okay, dann gründen wir das eigene Unternehmen. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Frau mitgezogen hat und ich möchte jedem, der gründet und in der Beziehung ist, sagen, ihr gründet niemals alleine, ihr habt immer euren Partner, ob jetzt offiziell oder nicht offiziell, immer mit dabei. Es ist immer was die ganze Familie betrifft. Man sitzt dann halt da und ist auf einmal mit Problemen konfrontiert, die man niemals vorher gesehen hat. Da kommt dann auf einmal das Finanzamt und haut einem Gesetzestexte um die Ohren, für die man Steuer zahlen muss, von dem man noch niemals vorher gehört hat, mit dem man sich nicht auseinandersetzen musste. Man hat auf einmal, was weiß ich, 100.000 Euro auf dem Konto und denkt, Gott, wie reich bin ich? Dann hält man sozusagen dagegen, was die Gehälter im Monat kosten, stellt fest, huch, nach 6-7 Wochen ist das Geld ja schon wieder weggefrühstückt. Das heißt, man ist auf einmal in Dimensionen unterwegs. Also anzuerkennen, dass man da vieles nicht weiß, ich glaube, das ist einer der Punkte, an dem die meisten, die irgendwann auch scheitern, also an dem die nicht kommen. Also das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, sich das anzuerkennen. Ich weiß es nicht, weil von dort aus erst kann ich Sachen dazulernen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, egal ob Open Source oder nicht Open Source. Wenn ich ein Unternehmen gründe, dann mache ich auf einmal was anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Ich bin dann nicht mehr Softwareentwickler, ich bin dann nicht mehr Admin, sondern ich bin dann auch dafür zuständig, so ein ganzes Gerüst mit aufrechtzuhalten. Und Frank, da haben auch eben sozusagen das Wort Verantwortung in den Mund, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Du hast auf einmal die Verantwortung. Klar, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Ich bin nicht großer Freund von. Aber wir haben als Unternehmer nun mal die Verantwortung auch dafür, dass am Ende des Tages die Leute, die bei uns in Lohn und Brot stehen, mit ihren Familien gegeben sogar dahinter, ihr Geld bekommen und dann zu sagen, so nach dem Motto, okay, wir müssen dann auch sowas wie Rücklagen aufbauen oder sowas, dass wenn es mal nicht so gut geht, weil wir sind sehr projektgetrieben, es kann schon mal sein, dass wir 2-3 Monate lang gar keinen Umsatz machen, weil wir gerade mitten in einem Projekt sind und es keine Abschlagszahlung gibt, dann gibt es halt kein Geld, dann muss da genug irgendwo in dem Goldtopf drin liegen, dass man die Gehälter trotzdem weiter überweisen kann. Und ich finde, das ist eine Sache, an der auch aus meiner Sicht viele Projekte, auch in der Open-Source-Welt, irgendwann kranken, dass sie nicht verstehen, dass sie mehr als nur Code sind, sondern dass zur Nachhaltigkeit immer, und das ist so das Problem, ich habe als Frau ja eine Ökologin, Nachhaltigkeit hat immer 3 Säulen, das Ökologische, aber auch das Soziale und das Ökonomische. Ne? Ich brauche alle 3 Sachen, die ich in Balance habe, damit etwas nachhaltig ist. Und ich glaube, viele Projekte, die starten mit so einer gewissen, und ich finde das eigentlich sehr schön, weil ich erinnere mich auch gerne daran zurück, aber mit einer gewissen Naivität und dann anzuerkennen, nee, ich bin halt mehr oder wir bauen halt mehr auf als nur jetzt irgendwie ein Produkt oder gerade eine Infrastruktur. Wir bauen ein ganzes System auf. Und ich glaube, da ein, ich weiß nicht, finde ich eine sehr, sehr positiv mächtige Aussage, die du gerade getroffen hast. Okay, cool. Frank, du wolltest da direkt anschließen oder hat Daniel dir die Worte aus dem Mund genommen? Okay, nein, gut. Birgit, wolltest du dazu noch was sagen? Nee, ich glaube, das ist wahnsinnig ist gut. Ich kann es nicht selbst entscheiden, ist der Pferdefuß, den wir alle vermeiden wollen an der Stelle. Absolut. Okay, sehr cool. Dann haben wir, glaube ich, auch den Punkt Risikokapital und beziehungsweise Verantwortung in Anführungszeichen haben, aber vielleicht auch abgeben. Ich sag mal, ausdiskutiert. Ich würde trotzdem nochmal, wir haben leider, also offiziell haben wir, glaube ich, nur noch 6 Minuten. Von daher, ich glaube, wir werden da ein bisschen überziehen. Bezüglich, ich möchte nochmal auf 2 Themen einkommen, eigentlich viel, viel mehr. Wir haben wieder viel zu wenig Zeit mitgebracht. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, versucht euch sehr, sehr kurz zu halten, Thema Spenden. Ist aber Open Source gar nicht so, ich sag mal, verkehrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe auch eine relativ große Publizität in dem YouTube-Bereich. Man bekommt schon immer mal wieder Spenden. Aber ich sag mal so, das ist, wie möchte ich sagen, macht den Braten nicht fett, sage ich mal, jedenfalls bei mir. Ich könnte nie davon leben. Gut, aber ich fordere auch nicht aktiv auf, weil ich habe dann andere Quellen, wo das dann okay ist. Habt ihr da, ich sag mal, Berührungspunkte mit oder seid ihr eigentlich als waschechte Unternehmer da auch gar nicht so krass angewiesen? Wahrscheinlich sowieso eher nicht, weil das wäre schwierig. Wie sieht das bei euch einfach aus? Schade, dass wir LibreOffice nicht dabei haben, weil das wäre, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Nee, also wir als Unternehmen, natürlich leisten wir irgendwo Spenden an die eine oder anderen Organisation, wie das jedes Unternehmen macht, gerade auch so um die Weihnachtszeit, aber selber Spenden bekommen, das ist ja auch immer eine Schwierigkeit. Dann muss man sich mit dem ganzen Thema, was dann drumherum mit Spenden einhergeht, auch wieder auseinandersetzen und von daher haben wir da nie irgendwas gemacht. Okay, bei euch? Auch nicht. Ich glaube, Frank, du, je nachdem, auch nicht wahrscheinlich. Oder ja, kann ich ein bisschen was, genau, also das, da ist auch wieder die Antwort, kommt drauf an. ja. Es gibt ja, also ich war ja auch zum Beispiel lange Jahre im Vorstand des KDE e.V. Und war zum Beispiel auch Schatzmeister und hatte da auch direkt mit Spenden zu tun, weil der KDE e.V. ja zum Beispiel eine Organisation ist, wo es kein Unternehmen gibt. Also es ist tatsächlich eine reine Volunteer-Community, wo es noch den e.V. gibt, der noch gewisse administrative Dinge tut, wie das Trademark zu halten und sowas. Und immer auch Spenden anzusammeln. Da gab es tatsächlich eine ganze Reihe von Spenden. Und das war so, dass es am Anfang des KDE-Projektes eben einfach nur minimal war. Da konnte man sich mal einen Server davon kaufen. Dann später, so zu meiner Zeit, war das dann schon, dass man ein, zwei, vielleicht auch drei Festangestellte haben konnte. Inzwischen ist es tatsächlich so ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt vorhanden sind. Vielleicht sind es auch schon, vielleicht sind es schon 10, ich weiß nicht genau. Und das ist natürlich eine schöne Sache für so ein e.V. Oder so eine Foundation, um da Mittel zu haben, um da auch mal irgendwie Reisekosten zahlen zu können oder irgendwie mal ein bisschen Marketing machen zu können und sowas. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich jetzt mal überlegt, sowas wie KDE als riesiges Projekt mit Tausenden von Volunteers und dann bekommt man irgendwie Spenden, um vielleicht 5 Leute bezahlen zu können. Ne? Da kann man sich dann schon irgendwie, da wird dann schon klar, dass diese Spenden sind, die sind auf jeden Fall mal nicht ausreichend, die Software zu entwickeln. Ne? Sondern das ist irgendwie so ein bisschen sowas, was man irgendwie obendrauf bekommt, um vielleicht irgendwas machen zu können, wenn man sowieso mit Freiwilligen arbeitet und ich sowieso ja, die Arbeit freiwillig machen und denen eine Freude macht, wenn man noch irgendwie die Reisekosten bezahlt zu irgendeiner Konferenz. Wenn man das Ganze jetzt sozusagen als Unternehmen betrachtet, wie das Nextcloud, wir haben 100 Mitarbeiter inzwischen, da kann man sich überlegen, dass man damit Spenden nicht viel ausrichten kann. Ja, wir haben tatsächlich auch das eine oder andere Mal auch schon mal eine kleine Spende bekommen, aber das ist tatsächlich, dann macht man dann irgendwie eine kleine Party oder irgendwas, aber das ist jetzt überhaupt in keinster Weise in irgendeiner Form geeignet, um wirklich ein bisschen eine größere Organisation aufbauen zu können. Richtig, absolut. Vielen, vielen Dank. Also genau den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Also das, ja, ich glaube, ihr habt es gut zusammengefasst. Ich glaube, ich brauche da gar nicht viel mehr rein oder hinzuzufügen. Ich würde nochmal... Wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, auf das Kerngeschäft kommen. Also wir haben jetzt alle Sachen besprochen, die jetzt nicht unbedingt im Fokus stehen, vielleicht außer bei dir, bei dir, Frank, mit den Kunden als, Kommunen und, die öffentliche Hand, sage ich mal. Wie sieht es bei euch in eurem Kerngeschäft aus? Wovon, was macht bei euch den größten Umsatz aus, beziehungsweise und vielleicht auch, warum habt ihr euch darauf spezialisiert? Hängt natürlich auch immer von der Software ab, beziehungsweise von der Tätigkeit des Unternehmens, aber was ist so bei euch genau der Kernpunkt? Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, also einfach mal das was kurz zusammenfassen. Einmal Training, Support, sowas in die Richtung, beziehungsweise Training und dann einmal Support. Das sind zwei unterschiedliche Sachen meiner Ansicht nach. Dann einmal so ein Versionsmodell, beispielsweise eine Enterprise-Version und eine Community-Version, wenn man das, ich sag mal, so anbietet. Wartungsverträge, wo man dann selber Hand anlegt. Vielleicht auch den Update-Support, sieht man beispielsweise bei Ubuntu so ein bisschen oder ich weiß nicht, ob ihr das auch anbietet jeweils. Oder dann vielleicht auch dann nochmal, was vielleicht für Daniel wahrscheinlich das Wichtigste ist, diese Projektarbeit, dass man sich von Projekt zu Projekt handelt. Das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Würdet ihr euch in irgendeiner dieser Sparten oder in mehreren dieser Sparten einordnen? Und wenn ja, warum habt ihr euch dafür entschieden? Oder hat sich das einfach so ergeben? Ich würde mal sagen, wir starten nochmal in der altbekannten Reihenfolge. Ja, also ich meine, ich glaube, wir
gibt es in dem Sinne als so Open-Core-Modell. Das heißt, ich sage jetzt mal über 90%, also über 95% ist tatsächlich Open-Source und in der Community-Version frei. Wir haben aber auch ein Subskriptionsmodell mit dann Zusatzfunktionalitäten in so einer Enterprise-Version. Und natürlich verdienen wir darüber Geld, dass Kunden die einsetzen, entweder in der Eigeninstallation, im eigenen Rechenzentrum, oder aber auch, dass die Kunden einfach sagen, wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen, insbesondere kleinere Kunden, das halt selber zu hosten, sondern die nutzen dann unsere Cloud-Infrastruktur, wo wir dann einfach die Software für sie zur Verfügung stellen, uns um Backups und Updates und alles, was da drumherum ist, kümmern und sie einfach nur die Software nutzen. Zusätzlich haben wir natürlich auch Support-Dienstleistungen, die wir tatsächlich auch sowohl für die Community-Version als auch für die Enterprise-Version anbieten. Wenn man die Community-Version von uns nutzt, zahlt man halt mehr, als wenn ich die Enterprise-Version nutze. Und wir bieten auch Trainings, Consulting, Entwicklungsdienstleistungen an. Also von daher von allem ein Stück. Also genau, alles ein bisschen. Habt ihr eine Sache, die, wo ihr am meisten Fokus drauf legt, oder ist es wirklich so breit gefächert? Es ist tatsächlich breit gefächert. Okay. Letztendlich ist halt die Cloud-Dienstleistung und die Pakete, die Kunden nutzen, die kosten uns in dem Sinne nicht mehr. Die fallen aus der Softwareentwicklung ab. Und Support ist dann etwas, oder auch Workshops ist etwas, was skalieren muss mit der Anzahl der Mitarbeiter. Von daher muss man immer schauen, dass das Ganze so ein bisschen die Balance hält. Ja. Okay, Dankeschön. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, also zum größten Teil Projekt- und Dienstleistungsgeschäft. Also Kunde möchte eine Infrastruktur aufbauen, möchte eine Infrastruktur vergrößern, da vom Consulting bis hin halt zur Umsetzung. In ganz kleinem Teil auch Hardware. Wir verkaufen auch manchmal Hardware mit, aber das nur relativ gering. Was immer mehr bei uns kommt, ist tatsächlich auch Wartungsverträge. Überraschend für uns, weil wir haben es nie gepusht. Im Gegenteil, wir haben immer gesagt, okay, wir profitieren von Open Source, dann möchten wir das, soweit es auch geht, ein Stückchen mitgeben und unsere Playbooks beispielsweise von Ansible, wenn wir Sachen aufbauen, die stellen wir dann halt auch Open Source und der Kunde kriegt sie halt auch aktiv mitgegeben, wenn wir das übergeben. Allerdings kommen immer mehr Kunden auf uns zurück und sagen, naja, liebe Leute, das ist ja schön gut, dass wir es haben, aber ihr könnt mit dem Zeug viel schneller und besser umgehen als wir und selbst wenn ich da euch, was weiß ich, 150, 200 Euro die Stunde für geben muss, bin ich da, ihr macht das eine Stunde, ich muss sich selber 10 Stunden dran setzen, hier bitte macht nochmal und verbessert das, beziehungsweise auch so Richtung, so nach dem Motto, Festplatte ist ausgefallen, sorgt mal bitte dafür, dass der Ersatz beschafft wird, also dass wir wirklich auch immer mehr wirklich überraschend für den Kunden den Betrieb tatsächlich seiner Infrastruktur übernehmen. Das ist etwas, war für uns immer sehr überraschend, aber das wird immer mehr gefordert. Natürlich auch ein bisschen durch den Fachkräftemangel befeuert, aber auch ein Stückchen dadurch, dass man einfach sagt, okay, das ist nicht unser Kerngeschäft. Wir machen unser Kerngeschäft von, wir produzieren Bohrer hin bis zu, was weiß ich, was sie alles machen, was sie forschen. Kümmert ihr euch bitte darum, dass die darunterliegende Infrastruktur, die bei uns on-premises steht, nichtsdestotrotz sauber läuft. Und diese beiden Punkte, also die Dienstleistung für Projekte und Wartung, ich glaube, das ist so das, womit wir unser Geld verdienen. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht groß ändern. Sehr cool, danke. Frank, bei dir? Das ist jetzt wieder so eine Frage, da kann man jetzt, nicht kann man, sondern muss man eigentlich stundenlang drüber sprechen. Das ist wirklich sehr kompliziert. Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass im typischen Softwaregeschäft, also im nicht Open Source Softwaregeschäft, Lizenzen verkauft werden. Das ist eigentlich etabliert, dass man Lizenzen kauft. Jetzt ist es genau die Sache, die bei Open Source eben nicht geht, weil Open Source besagt ja, dass die Lizenz kostenfrei ist. Das heißt, dann muss man überlegen, ob man irgendwas anderes verkauft. Und da gibt es eine ganze, ganze, ganze lange Liste von Dingen. Du hast einige Dinge gerade schon aufgezählt. Gibt es aber natürlich auch noch viel mehr von Dingen, die man da so tun kann. Bei uns als Nextcloud, weil wir uns ja wirklich zum Ziel gesetzt haben, auch wirklich mit den großen Big-Tech-Unternehmen in den USA in Konkurrenz zu treten und wir deswegen auch ja, groß und schlagkräftig eigentlich werden wollen, da ist es eben so, dass man sich überlegen muss, welche von den Dingen
die man anbieten kann, bietet man an? Welche von den Dingen bieten vielleicht Partnerunternehmen an? Und welche Dinge bietet man vielleicht gar nicht an? Also, und diese Abwägung zwischen den verschiedenen Optionen, das hat auch mit der Skalierbarkeit zu tun. Also ein Beispiel ist, oder fange ich mal mit einem Negativbeispiel an, wenn man sagt, naja, man richtet sich jetzt irgendwie eine Telefon-Hotline an, wo man anrufen kann, wenn man ein Problem mit der Software hat, da zahlt man irgendwie, keine Ahnung, 99 Cent die Minute, keine Ahnung. Und dann hat man jemand dran, der Fragen beantwortet. Das wäre, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, weil man eigentlich dann, also es hat zwei Probleme. Das erste ist, wenn man doppelt so viel Umsatz machen möchte, doppelt so viele Kunden haben möchte, braucht man doppelt so viele Personen, die ans Telefon gehen. Aber eigentlich sogar noch mehr wie doppelt so viel, weil irgendwann braucht man auch ein bisschen Administration, hat man irgendwie 10 Leute oder 20 Leute, dann braucht man irgendwie Management und dann wird es eigentlich alles, je größer man wird, desto weniger rentabel ist das Ganze. Das war jetzt Außerdem schlecht. wird man dann ja nur noch für irgendwelche Probleme bezahlt, die man löst und niemand bezahlt die eigentliche Weiterentwicklung der Software. Also das sozusagen wäre jetzt eine ganz schlechte Idee. Eine gute Idee ist dann eher sowas wie Subscriptions, wo man sagt, da hat man jetzt aber eine Flatrate, man kann beliebig viele Fragen stellen, aber man hat eine Bezahlung, die unabhängig ist von der Anzahl von Problemen, die existieren. Zum Beispiel hängt man das an Anzahl von Benutzer oder Anzahl von Servern oder sowas. Und sowas kann es viel besser funktionieren. Da gibt es wieder andere Dinge, die hängen so ein bisschen in der Mitte. Das hat sowas mit Hosting, Betrieb zu tun, dass man eine gehostete Lösung anbietet. Da haben wir zum Beispiel als Nextcloud uns entschlossen, das nicht zu tun. Das muss es natürlich trotzdem geben, aber das machen wir dann über Partnerunternehmen. Das haben wir sozusagen in das Partnernetzwerk rausgeschoben. Das ist so ein Mittelweg. Und die ganzen anderen Optionen, die du aufgezählt hast, die muss man da, glaube ich, auch ein Stück weit irgendwie einordnen. Und dann muss man eben die Dinge tun, wo man denkt, die bringen dann langfristig als Unternehmen voran und die anderen Dinge, die löst man anderweitig. Das ist ganz wichtig. Was für ein, also würdest du irgendwo einen Fokus festmachen? Das ist so unser Hauptkerngeschäft. Also ich höre jetzt ein bisschen raus, so dieses Subscription-Modell vielleicht, aber Ja, genau. Genau. Also muss ich aber auch wieder dazu sagen, es hängt wirklich auch von vielen Faktoren ab. Das mag jetzt bei einer anderen Software, beim anderen Unternehmen wieder ganz richtig. anders sein. Aber bei uns ist es so, dass wir uns an das Geschäftsmodell von Red Hat, SUSE, Canonical, MariaDB, MySQL und so weiter orientieren. Das heißt, die Software ist kostenlos, kann man auf die Website gehen, runterladen, machen damit, was man will. Wenn man weiß, was man tut, ist es auch okay. Typischerweise können es kleinere Benutzerinnen und Benutzer, kann man auch schön installieren auf dem Raspberry Pi, auf irgendeinem Server kann man irgendwas rumschlüpfen, ist alles super. Wenn man jetzt aber eine Behörde ist, wir haben am Anfang ja über Public Sector Kunden gesprochen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine große Behörde ist, irgendwie das Arbeitsamt oder sowas, oder man ist irgendwie die Telekom, oder man ist irgendwie eine riesige Universität oder eine Schule oder sowas, dann ist natürlich wichtig, dass die Software super performant läuft, dass sie nie ausfällt, dass sie immer abgedatet ist, dass sie immer secure ist und so weiter. Und da schließen dann die Personen typischerweise Support-Subscriptions ab oder Enterprise-Subscriptions. Und da rein, das ist dann ein ganzer Strauß von Dingen, die da reingebundelt sind. Also nicht nur Support, gibt es auch irgendwie die Zertifizierung oder irgendwie Zugriff auf irgendwelche Kubernetes-Container, die der typische Home-Benutzer nicht braucht, oder irgendwelche Einfluss auf die Roadmap-Entwicklung, eine ganze Reihe von Dingen, die dazugehören. Genau, aber okay. unter dem Dach von Enterprise-Subscriptions. Vielen, vielen Dank. Sehr cool. Gut, die Zeit ist schon lange vorbei. Eine allerletzte Frage und bitte so schnell wie möglich oder so kurz wie möglich antworten. Und zwar, ich wollte jetzt einfach zum Abschluss wissen, was ist für euch als Unternehmer gerade eure größte Herausforderung? Woran arbeitet ihr gerade? Woran, was muss am meisten gefixt werden gerade? Beziehungsweise, wo muss sehr, sehr viel Arbeit gerade reingesteckt werden? Oder ist gerade alles ganz normal? Einfach mal just for fun reingefragt. Ich sage jetzt mal, softwareentwicklungstechnisch arbeiten wir dran, vieles von unserem Framework umzustellen und auf einen neuen Stand zu bringen. Das, was mich so noch umtreibt, sind dann natürlich die ganzen Sachen im Hintergrund, Cyber Resilience Act, SBOMs, die ganzen Sachen, die ja irgendwie mit Softwareentwicklung auch einhergehen und uns, glaube ich, auch einfach in nächster Zeit alle ziemlich beschäftigen werden.
Dankeschön. Daniel, bei dir? Tatsächlich, glaube ich, würde ich gerade sagen, es ist im Moment die Organisation bei uns. Also wir funktionieren ganz gut. Wir sind mittlerweile knapp 20 Leute. Wir fangen an, uns in einzelne Teams aufzubauen. Bisher war ich halt auch der Teamlead. Und das sozusagen da eine Schicht dazwischen zu ziehen und die richtigen Leute zu finden, die mit dem Team zusammenarbeiten als Teamleads, das ist, glaube ich, gerade die größte Herausforderung für uns. Und da dann halt auch die Qualität aufrechtzuhalten, auch gegenüber dem Kunden. Das, glaube ich, das ist gerade der größte Schmerz bei uns im Wachstum. Dankeschön. Frank, bei dir? Ich habe jetzt gar nicht so ein großes Problem. Für die ganzen schön, laufenden eigentlich. Themen. Ja, nein, wahrscheinlich die Anzahl der oder die Themen sind ja schon vielfältig. Also es gibt genug zu tun, aber ich habe jetzt nicht so eine große Krise oder sowas. Aber es geht wirklich, es fängt an mit Weiterskalieren der Organisation. Das heißt, wie gesagt, wir sind 100 Personen jetzt und stark gewachsen dieses Jahr, werden jedes nächste Jahr weiterhin stark wachsen, so wie es aussieht. Das heißt, da muss man auch Organisationen umbauen, Zuständigkeiten, Abteilungen sozusagen umstrukturieren. Dann möchten wir international bekannter werden. Das heißt, wir werden viel in Marketing, internationales Marketing investieren. Das ist eine Herausforderung. In der Produktentwicklung ist es so, dass wir sehr viele AI-Themen momentan machen. Wir haben ein eigenes Team gegründet Anfang des Jahres und haben eine ganze Reihe von AI- oder KI-Themen jetzt auch schon als Open Source und lokal laufend implementiert. Das ist eine Herausforderung, wo wir stark rein investieren. Ich persönlich habe die Herausforderung, dass ich mal wieder Urlaub machen muss. Absolut, das ist sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dem schließe ich mich an mit dem Urlaub. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Es war von meiner Seite aus auf jeden Fall ein sehr cooles, sehr informatives Gespräch, wo ich denke, vielleicht vor allen Dingen ihr auch als Zuschauer einiges Neues mitnehmen konntet, einiges lernen konntet, so einen kleinen Einblick bekommen habt, wie denn das vielleicht so ein bisschen dahinter läuft. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und würde sagen, wir geben ab an die Moderation. Danke.